Ich fühle euch, Leute. Ich fühle euch. Ihr seid gerade in der Phase, wo ihr nichts mehr, wirklich gar nichts mehr mit euren Haaren anfangen könnt. Eure Haare stehen zu Berge. Alle sagen, hey, du siehst aus wie ein Handfeger. Geh doch endlich zum Friseur. Aber nein, das wirst du nicht machen. Du überstehst die Übergangsphase und mit diesem Video wird dir das ein bisschen einfacher gelingen. Ich habe schon mal ein Video gemacht zum Thema Übergangsphase, wie du die Übergangsphase besser bestehen kannst und habe da schon ein paar Tipps gegeben. Und all das, was ich in diesem Video damals gesagt habe, kann ich jetzt an dieser Stelle auch nochmal bestätigen und findet auch jetzt noch hundertprozentige Übereinstimmung mit meiner jetzigen Meinung. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen, was ich in diesem Video gesagt habe. Erstens ist es unfassbar wichtig, dass du ein gutes Mindset hast und weißt, dass die Übergangsphase irgendwann kommen wird. Und bester Tipp an dieser Stelle, hab immer das Ziel vor Augen, schau dir immer das Ziel an, welche Frisur willst du rocken? Und genau diese Frisur solltest du immer vor Augen haben, damit du weißt, wozu du das Ganze machst. Also such dir auf jeden Fall ein paar Bilder raus mit deiner Traumfrisur und dann hast du immer dein Ziel vor Augen und dann wirst du die Übergangsphase definitiv leichter überstehen. Zweitens, Kopfbedeckung. Jede Art von Kopfbedeckung ist in der Übergangsphase gut. Egal ob Beanie, Cap, Mütze, Bandana oder ein Hut. Versuch dir einfach, irgendwelche Kopfbedeckungen zuzulegen, damit du die Übergangsphase einfacher überstehen kannst. Der dritte Tipp, den ich euch damals gegeben habe, war, nutze die Maske. Ja, Bobbypins. Bobbypins sind so kleine Spänkchen und mit diesen Bobbypins könnt ihr zum Beispiel abstehende Haare wieder in eure Frisur reinbekommen. Denn irgendwann in der Übergangsphase ist es tatsächlich so, dass deine Haare an den Seiten einfach komplett abstehen und entweder lässt du die abstehen und siehst aus, als ob du eine Steckdose gepackt hast oder du nutzt die Macht der Bobbypins. Und viertens kannst du natürlich auch auf Haarstyling-Produkte zurückgreifen, um deine Haare in der Übergangsphase wieder in Form zu bekommen. Und Achtung hier, auf die richtigen Haarstyling-Produkte zurückgreifen. Soweit, so gut. Das waren die Tipps vom damaligen Video nochmal kurz zusammengefasst. Aber jetzt kommt Stratege Korte um die Ecke. Viele von euch haben mich nämlich gefragt, Daniel, sag mal, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt, um sich seine Haare lang wachsen zu lassen? Und meine Antwort normalerweise zu solchen Fragen ist immer, der richtige Zeitpunkt ist immer jetzt. Aber beim Haare lang wachsen lassen ist das ein bisschen anders. Denn wenn man das Ganze strategisch angeht und das Ganze richtig gut timet, dann hat man eine wesentlich leichtere Übergangsphase. Als ich damals meine Haare lang wachsen lassen, da habe ich überhaupt gar nicht auf das Timing geachtet, also wirklich gar nicht. Mir war das irgendwie völlig egal. Ich habe einfach lang wachsen lassen, habe da auch gar nicht drüber nachgedacht. Aber wenn du wirklich eine komfortable und entspannte Übergangsphase haben möchtest, ist das Timing und der jetzige Tipp wirklich enorm wichtig. Also jetzt sprechen wir über das richtige Timing. Warum ist das richtige Timing denn so wichtig? Wenn du dir deine Haare lang wachsen lässt, dann solltest du das Ganze so timen, dass du die Übergangsphase im Winter erreichst. Warum? Im Winter ist es natürlich wesentlich einfacher, diese Übergangsphase zu haben, weil man im Winter natürlich auch verhäuft Kopfbedeckungen trägt, wie zum Beispiel Mützen oder Beanies oder vielleicht auch Cappies. Und von daher fällt das dann logischerweise im Winter nicht ganz so dolle auf, wenn du dir deine Haare lang wachsen lässt und du in der Übergangsphase bist. Jetzt kommt natürlich die große Preisfrage, wie time ich das Ganze denn eigentlich? Wenn du dir deine Haare lang wachsen lassen möchtest und das Ziel hast, einen Man-Bun zu haben, dann dauert das ganze Prozedere immer je nach Ausgangssituation ca. 12 bis 18 Monate. Machen wir da jetzt mal so ein kleines Beispiel. Und zwar gehen wir jetzt mal von der Ausgangssituation aus, von einem Mann mit einer Kurzhaarfrisur, der aktuell eine Kurzhaarfrisur hat mit einer Länge von so ca. 3 cm. Das Haarwachstum pro Monat liegt bei 1 bis 1,5 cm durchschnittlich. Das ist natürlich auch immer ein bisschen individuell abhängig von Mensch zu Mensch. Aber ich bin der Optimist, wir rechnen jetzt einfach mal weiter mit 1,5 cm pro Monat. Die Übergangsphase beginnt bei ungefähr so 9 cm Haarlänge und endet bei ca. 18 cm Haarlänge. Das bedeutet, wenn ihr 18 cm erreicht habt von der Haarlänge her, dann könnt ihr schon wesentlich mehr mit euren Haaren machen, auch gerade dann mit den Seiten. Dann habt ihr diese Probleme nicht mehr, dass die Haare so übel krass an den Seiten wegstehen, sondern dann könnt ihr euch schon wirklich eine gute Frisur machen. So, und jetzt überlegen wir mal kurz. Wenn deine Ausgangssituation eine Kurzhaarfrisur ist mit 3 cm Länge, das durchschnittliche Haarwachstum ungefähr 1,5 cm pro Monat ist und du im Winter in der Übergangsphase sein möchtest, dann musst du ungefähr roundabout Ende Mai anfangen, deine Haare lang wachsen zu lassen. Machen wir an dieser Stelle mal eine kleine Rechnung. Wir haben eine Ausgangssituation mit einer Kurzhaarfrisur von 3 cm Haarlänge. Und wir rechnen jetzt mal ganz optimistisch mit einem Haarwachstum von 1,5 cm durchschnittlich pro Monat. So, wir sind dann Ende Mai. Ende Mai haben wir 3 cm Haarlänge. Ende Juni haben wir dann 4,5 cm Haarlänge. Ende Juli 6 cm Haarlänge. Ende August 7,5 cm Haarlänge und Ende September dann sind wir bei einer Haarlänge bei
9 cm und hier fängt jetzt die Übergangsphase an. So, nach Cortes Rechnung sind wir dann offiziell in der Übergangsphase. Ende Oktober haben wir dann eine Haarlänge von ca. 10,5 cm. Ende November haben wir dann eine Haarlänge von ca. 12 cm. Und Ende Dezember dann bei 13,5 cm. So, und genau diese Monate, also November, Dezember, sind dann auch wohl die Monate, wo die meisten Leute dann nicht mehr durchhalten und ihre Haare dann schlussendlich abschneiden. Das machst du aber nicht, ja? Du hast das Ganze ja strategisch geplant und getimed und weißt, dass du im November und Dezember eine etwas schwierige Phase hast. Aber im Dezember hast du ja auch viele Feiertage, ja? Von daher ist es ja auch nicht ganz so schlimm. Du bist nicht ganz so viel draußen und bei den Weihnachtsbildern setzt man halt irgendwie eine Weihnachtsmütze auf und fertig ist das Thema. So, im Januar befindest du dich dann weiterhin in der Übergangsphase mit ca. 15 cm. Ende Februar bist du dann ungefähr bei 16,5 cm Haarlänge und Ende März bist du dann bei ca. 18 cm Haarlänge und hast dann offiziell nach meiner Rechnung auch die Übergangsphase überstanden. So, und im April bist du dann offiziell aus der Übergangsphase raus und kannst dich über schön langgewachsene Haare freuen. Dann hast du eine richtig schöne Mähne auf dem Kopf und dann kannst du dich eigentlich so auch doppelt freuen, denn du hast das Ganze schön strategisch geplant und musstest nicht wie ich eine doofe Übergangsphase überstehen, sondern hattest wirklich eine entspannte, gechillte Übergangsphase. Aber Leute, bitte nagelt mich jetzt nicht auf diese Rechnung fest, ja? Das Haarwachstum ist natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, aber meiner Meinung nach sollte das grob über den Daumen gepeilt auf jeden Fall ganz gut passen. Und Leute, abschließend kommt noch ein sechster Tipp heute mit dazu, zu diesem ganzen Thema Übergangsphase, und zwar, wenn du dir deine Haare lang wachsen lässt, dann empfehle ich dir auch, deine Haare im Gesicht wachsen zu lassen, also dir einfach ein bisschen Bart stehen zu lassen. Denn so kannst du nämlich die Aufmerksamkeit von deinem Kopf ein bisschen auch auf dein Gesicht lenken und dann fällt das nicht mehr ganz so toll auf, dass du dir deine Haare lang wachsen lässt. Außerdem, wenn du das so auch vom Timing her so machst, wie ich das gerade hier erklärt habe, dann bist du ja auch in der Übergangsphase im Winter und im Winter steht natürlich auch der November dann an, dann hast du auch vielleicht ein bisschen mehr Bart, passt das Ganze ganz gut. Und generell kann ich dir auch sagen, ja, die Kombination mit langen Haaren und Bart ist eh nicht die verkehrteste. Wenn du jemanden kennst, der gerade aktuell seine Haare lang wachsen lassen möchte, dann teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein bisschen weiterhelfen kann. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, viel Erfolg beim Haare lang wachsen lassen. Ihr packt das!